Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Gwent The Witcher Card Game Let's Play Session. Oh Mann, gerade noch so die Kurve gekriegt. Ja. Wir spielen Gwent und zwar, wie ihr seht, unten die Kill the Cerberus Edition. Und ja, das ist quasi von CD Projekt eine kleine Ein Serverbelastungstest, wie ich es ja gerade schon eigentlich gesagt habe. Der geht 4 Stunden oder so. Und ich dachte mir, nutze ich doch mal die Chance, um ein kleines bisschen in das Spiel zu gucken. Es ist der zweite Stresstest. Der erste Stresstest wurde nur mit 2 Kartendecks ausgeführt. Und zwar dem Monster und den nördlichen Königreichen, wenn ich mich recht irre. Diesmal haben wir 4 Decks zur Auswahl. Das könnte ich euch auch mal zeigen. Ja, Monster, Squirtell, Skellige und nördliche Königreiche. Ja, die Nilfgaard fehlen noch. Wir haben natürlich dann die Skellige, die eigentlich neu waren, quasi mit drin. Stattdessen. Und ich habe noch nicht eine Runde gespielt. Ich konnte ja auch gar nicht spielen, weil die Server alle offline waren. Nur während dieses Stresstests kann man natürlich jetzt spielen, weil da die Server online sind. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, wie so ein kleines Let's Show, die ersten Eindrücke von Gwent. Mir wurde von Gwent persönlich quasi ein Key verschafft und mir wurde auch erlaubt, dieses auf YouTube zu zeigen. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich zeige einfach mal jedes Kartendeck eine Runde und ja, machen wir uns mal einen ersten Eindruck. Und ich wurde auch vorgewarnt, ich kann es zeigen, allerdings gibt es noch einige Probleme. Es ist noch nicht mal in der Beta-Phase. Die geschlossene Beta wird auch bald starten, wofür ich natürlich ebenfalls angemeldet bin und euch wieder was zeigen werde, wenn ich es kann. Und freue mich eigentlich schon auf das fertige Spiel. Bin gespannt, wie viel Tiefgang es denn im Endeffekt wirklich hat. Denn im Witcher-Spiel selbst hat es natürlich wenig mit Können zu tun. Recht wenig. Ein bisschen schon. Aber im Endeffekt hat eigentlich der entschieden gewonnen, der die besseren Karten hat und die bessere Zusammenstellung. Und ein bisschen Glück hat natürlich auch immer mitgespielt, aber ansonsten, ja, wenig, ging wenig um Können. Es wurde versprochen, dass sich dazu jetzt einiges ändert. Mehr Tiefgang, mehr Entscheidungen, bessere Strategieanwendungen, mehr Zusammenspiel, mehr, ja, Karten, die ineinander greifen. Ich bin gespannt und würde ganz gerne mit den nördlichen Königreichen anfangen. Wir spielen natürlich gegen echte Gegner hier und nicht gegen den Computergegner und bin gespannt. Ja, wir kriegen noch eine kleine Vorschau. Es ist übrigens alles noch auf Englisch. Ja, Siri, I go wherever I please, whenever I please. So, 8 Angriff. Jetzt ist die Frage, also Melee ist ja klar, loyal. Return this unit to hand when you lose a round. Also das wird zurück in die Hand gesteckt, wenn ich verliere. Als Effekt. Jetzt müsste man natürlich gucken, was die Flamme zu bedeuten hat. Ja. Haben wir jetzt keinen Gegner gefunden? Oder woran lag es jetzt? Oder es liegt daran, dass man für mich keinen würdigen Gegner findet. Das also könnte natürlich auch sein. Wahrscheinlich. Bei meinen unglaublichen Gwent-Künsten. Ja, selbst in Deutschland wird es wohl Gwent heißen. So heißt es ja im Englischen, im Deutschen wurde es komischerweise als Gwent übersetzt. You shall die, world. Oh. Close ranks! Oh, die Stimme ist ja cool von Eredin. So, was ist... Oh, jetzt müssen wir gucken, welche wir rausschmeißen. Das ist Fernkampf. Was heißt die 2? Das würde ich gerne wissen. After 2 turns, convert this unit to gold. Wofür auch immer Gold da ist. Okay. Wofür brauchen wir Gold? Das ist die Frage. Oh Gott, ist die schlecht. Was macht die? Choose a non-gold unit on your side of the battlefield and convert all copies of it to gold. Eine würde ich auf jeden Fall mal redrawn. Das sieht gut aus. Wobei, Nahkampf 2 ist natürlich irgendwie auch scheiße. Ja, wir redrawn nochmal eine. Wie oft können wir denn redrawn? Das interessiert mich mal. Hide Cards. Wozu kann man Hide Cards machen? Ach, man kann 3 redraws machen. Ja, will ich aber nicht. Okay. Oh Gott. Bin überfordert.
Wer fängt an? Er fängt an. Sehr schick gemacht. Also, das Spielbrett gefällt mir schon mal sehr. There is no escape. Add 2 strengths to this unit if you have another Wild Hunt unit in your hand. Immune to Frost. Immun gegen Frost. Create and play a Commander's Horn. Okay, die sollten wir uns aufheben. Ich bin mal gespannt, was die macht. Nach zwei Zügen zu Gold konvertiert. Ist das die Währung, die wir verdienen, um zu leveln oder so? Das ist eine gute Frage. Er ist jetzt dran. Ich wollte mal durchlesen, was jetzt nochmal die Karte hier macht. Wählt eine Nicht-Gold-Karte auf deiner Seite auf dem Schlachtfeld und konvertiert alle Kopien davon in Gold. Was hat er gemacht? Denn mein Zeug, was ist denn das? Also ist die Karte von denen und die, kann ich mir die angucken? Warum kann ich mir die nicht angucken? Okay, 30 Sekunden. Wenn ich die jetzt nochmal lege, wird die dann wieder dead und so? I'm itching for that battle. So, erster. Ich finde das mit der Münze voll cool. Kann man damit spielen oder so? Your opponent is targeting cards. Choose a card from your hand, remove it from the game and absorb its strength, draw a card. Ja, damit kann er eine. Oh, ist aber echt cool gemacht, ja. So, was gucken, was das jetzt macht mit zwei Karten. Für die 1 und die 2 steht, bin ich mir jetzt noch unschlüssig. Zwei Karten davon? Die zweite Karte davon? Ich weiß nicht so genau. Was hat er jetzt gepasst? Ah, Gold. Ah, das sind die Wertigkeiten der Karten. Turns to Gold. Okay. Ach, das sind die Züge nach zwei Zügen. Okay, das ist der nächste Zug, wird die auch zu Gold. Das ist natürlich geil. Mit all copies to. Okay, wenn wir natürlich die jetzt alle spielen könnten. Finally. Und die. So, jetzt ist die auch Gold. Zack. Er hat schon die Pass, oder was? Wie soll ich das verstehen? Ach Mensch, ich bin schon wieder sehr unaufmerksam. Dann höre ich natürlich auf zu spielen. Hätte davor schon aufhören können. Dann haben wir die Runde ja schon gewonnen, ne? Richtig? We won the round. Starting round 2. Okay. Okay, eine Monsterkarte bleibt ja mal liegen, das kennen wir ja noch. Okay, damit kann man eine Bronzekarte kopieren mit der, unserer Volltestkarte. All copies of it. Ist natürlich die Frage, ob da auch alle 10, die im Block sind, also in dem, im Deck sind, wahrscheinlich nicht. Er hat natürlich seine Kack-7er-Karte behalten, ne? Ich würde sagen, wir machen eine Nahkampfrunde. For you, my friend, always. Achso, die kann ich gleich spielen. Na dann machen wir das gleich auf Nahkampf. So, er ist dran. Eskel. Oh, nicht schlecht. Eskel ist natürlich cool. Play Wesen mit Lambert from your deck. Oh, das ist natürlich gut. Epic-Karte. Aber worunter da scheinen die sich in dem Aussehen? Von dem. Schade, ich dachte, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber man sieht es halt unten nur an der kleinen Farbe. Das sind Silberkarten. Rare. So, er hat wieder eine Nahkampfkarte gespielt. Komm, die hauen wir mal raus. Das will ich jetzt mal sehen. Zack. Eski und Vesemir. Lambert. Aber wo ist denn Vesemir? Habe ich Vesemir nicht drin? Dass er jetzt nicht gezogen wurde? Ach nee, der ist auf meiner Hand. Deswegen kommt er nicht. Versteht sich. So, er führt mit 13. Ihhh, Arrakas. So, jetzt bin ich mal gespannt. All copies of it to gold. I'm too old for this shit. Komm, die drei zusammen müssen doch jetzt hier einen Mega-Boni kriegen oder so.
Voll schön, gefällt mir richtig gut. Macht echt viel Spaß. From your deck, create a copy of this unit when Monster Nest is played. Also auf jeden Fall merkt man schon, wie man probiert, Tiefe reinzukriegen. Jetzt kommt die zweite Karte dazu. So, jetzt ist die Frage, passe ich irgendwann? All copies of it to gold. Machen wir die Vesemir-Karte. Ja, nicht viel gebracht. Sollte man sich wahrscheinlich für so eine Dreierkarte am Anfang aufheben. Aber die haben sich ja... das ist nicht gut. Nicht gut. Absolut. Aber das müsste... Ah ja. Siehst du? Damit könnten wir ihn auf jeden Fall mal täuschen. Can't take it anymore. Oh, dafür hätte ich das nehmen sollen. Das wusste ich nicht, dass die sich vervielfältigen. Ach, scheiße, habe ich nicht gelesen, ne? Das wäre drei gewesen. Die Karte auf die drei, dann hätten die vier gekriegt, denke ich mal. Das Doppelte? Oder was macht die das Doppelte? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist er ja so cool und passt vorher. Aber kann er nicht, dann hätte er ja verloren. Also er wird es auf jeden Fall zu Ende spielen. Aber wie viele Karten hat er noch? Sieht man das irgendwo? Ah doch, hier, fünf. Fünf Karten hat er noch. Ich habe noch drei Karten nur. Oh, das ist mies. Jetzt müssen wir mal rechnen. Na, wir müssen die Karte auf jeden Fall spielen. 25, 26. Aber er hat drei Karten mehr. Hm. Von den Karten her wird er mehr spielen. Alleine schon von der Anzahl her wird er mehr haben. Natürlich nur Effektkarten hat. Oh, was ist das? Ein Spion? Draw one card face up and one card face down. Choose one and return the other to your deck. Da kriegt er ja auch noch Punkte. Piece is priceless. Oh. Die hätte ich gerne. So, was macht er jetzt? Jetzt habe ich ihm Punkte gegeben. Eventuell passt er jetzt. Passt er jetzt? Weil er denkt, er wird die Runde sowieso gewinnen. Weil ich mache danach definitiv nicht weiter. Die ist die Bronze? Ne, die ist Silber. Die könnten wir noch in Gold bringen. Vielleicht schaffen wir das damit in der letzten Runde. Mal gucken, wie er sich entscheidet. Komm, verschwende noch eine. Ja, muss er. Was macht die? Zerstört die irgendwas? Wenn, dann wäre es mir auch egal, weil die Runde passe ich dann. Ja, okay, friert er ein. Ist mir völlig Wurst. Ich passe jetzt. Aber er behält ja auch noch eine Karte. Ist immer mies, wenn er gewinnt. Ja, passe. Also, was überlegst du da jetzt groß? Oder willst du jetzt wirklich noch eine Karte spielen? Ja, wäre schon komisch gewesen. Jo, den Sound haben sie auf jeden Fall behalten aus dem Spiel. Ja, ist klar, ey. Er behält natürlich wieder seine stärkste Karte, ey. Dieser Hund. Und hat natürlich noch eine Karte mehr. Was hatte ich? Nördliche Königreiche? Ich krieg in der dritten Runde noch eine Karte? Scheint so. Destroy the Nun. Oh, das ist natürlich ätzend, aber wir haben... Destroy the strongest non-gold units on the battlefield. Die ist... Dann machen wir das doch mal. Ups. Weg bist du. Okay, die goldenen Karten sind wie Heldenkarten. Die haben also keinen Effekt auf die Wettersachen. Oh, ja, genau. Alter, hast du Langeweile. Wo hat er die Karte denn her? Iridieren. Hm. Na ja, gut, ich werde das verlieren. Finally.
Ja, gut. Hat sich ausgespielt. Ja, vielleicht hat der Herr auch schon mal gespielt. Ist natürlich gut möglich. Private Schleck, report on order. Always willing, pal. Wie, was kann der? Was kann denn Soltan? Der Tierzähmer. Das ist eine Legendary-Karte. Ja, was will er denn groß choosen? Choose to create one of Field Marshal Duda Forms. Was auch immer das ist. Trollolo. Gar nicht gesehen, dass die Karte so heißt. So, wir können jetzt noch aus unserem wunderschönen... Report on order. Oh, das wäre krass gewesen, wenn nicht diese Scheiß... Ich habe auch am Anfang zu spät gerafft, dass wir den Dings haben. Ja! Wir haben mit unserem nördlichen Königreichen verloren. Und ich würde sagen, wir spielen uns einfach einmal komplett durch. Wir spielen jedes Deck einmal an. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. So ein bisschen reinfuchsen muss man sich ja natürlich auch erstmal. Dass man das Spielsystem jetzt erstmal nochmal versteht, welche Effekte es überhaupt gibt und was die Karten alles machen, kann man sich natürlich auch nicht alles merken in der kurzen Zeit. Aber bis jetzt macht es mir auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und ein bisschen haben sie natürlich auch die Regeln geändert. Sieht sehr schick aus, also es könnte echt was werden. Any last words? Bin gespannt, wie ernst sie das Spiel nehmen, die Spieler, die das irgendwann haben, oder ob das so wirklich ein ernsthafter Konkurrent wird zu... Oh, die goldenen Karten. Er sortiert die auch nach Seltenheit, ne? Die Redrawn war natürlich mal. Oh ja, super. Gehören die zusammen? Ja, Monster Bronze. Die gehören auch zusammen. Okay. Nicht Gold-Einheiten. Genau, und dann alle dazu. Dann alle Nahkämpfer um 1. Ich würde sagen, wir finishen einen Redrawn. Die sind eigentlich ganz gut. Was macht Iridin? Oh, eine Kopie von Iridin aufs Feld. Eieiei, das hat er in der letzten Runde gemacht, ne, die Saison. Ah, muss man natürlich auch wissen. So, Rot fängt an. Rot ist er. Er spielt Skellige. Ich bin gespannt. Hat er jetzt wirklich gepasst? Hat er das gerade wirklich getan? Wirklich gepasst nach der ersten Runde. Das ist ja nicht sein Ernst. Ja, warum auch nicht? Kann eigentlich, ja, bleibt natürlich liegen, die Karte. Und wir ziehen gleich zwei weitere Karten. Zwei, zieht man zwei Karten jetzt neu, ja, pro Runde? Okay. Anscheinend. Warum sind jetzt die anderen Karten davon nicht? Wild Hunt Rider. Wild Hunt Rider, warum sind die jetzt nicht gespielt worden? Ach, aus dem Deck, weil sie auf der Hand sind. Ach, und wenn Not Commander das guckt, deswegen habe ich dir gesagt, sollte man die redrawn. Weil die Kopien davon aus dem Deck gezogen werden. Deswegen braucht man von den verkackten Karten nur eine. Habe ich natürlich jetzt nicht beachtet. Naja. Wir machen mal eine Melee-Runde, würde ich sagen, ja. Ja, würde ich sagen. Darf ich die nämlich alle einzeln ausspielen? Das ist dumm gewesen. Und die hätten wir... Naja, ist natürlich auch scheiße, aber... Damit könnten wir unsere... Added to the melee row to one... Oh, nee. Ich weiß immer noch nicht, was die eine Karte macht. Ich konnte den Effekt leider auch nicht lesen. Ja, ich glaube, das verlieren wir wieder. There is no escape. Wir verlieren die Runde bestimmt wieder, weil ich diese scheiß Effektkarte nicht gesehen habe. Naja, mal gucken. There is
Ah, das ist cool. Man braucht einfach nur doppelt drücken auf die Karte, dann spielt er sich automatisch. Sehr schön, die macht auf jeden Fall. Was macht die? But she brooks no insult. Eine Bronzekarte vom Friedhof wählen und spielen. Ja, war ein bisschen unklug von ihm, weil er noch keine Karte hat. Also hätte ich mir die Karte zumindest für die zweite Runde aufgehoben. Aber naja, muss er ja wissen, was er tut. So, wir spielen noch eine Nahkampfkarte. Ach, guck mal, hat er jetzt schon... Ist das derselbe Effekt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Virgin, play Frost and create two wild... Das ist Frost hier, ne? Biting Frost. Ja, ist das auch. Kann man die trotzdem nochmal spielen? Glory to you. Kann ich mit der Karte jedes Mal zwei... um zwei stärken? Anscheinend nicht. Gut, dass ich die nochmal gespielt habe. Morgwag. Ach, wer kennt die nicht? Den guten Morgwag, der nichts essen kann und alles zerfällt zu Staub. Ich würde sagen, die Runde spielt komplett aus. Ich kann nur hoffen, dass wir gewinnen. Aufgrund von Frost. Es sei denn, er hat noch irgendeine Wetterkarte. Aber ich werde nachher den Joker ziehen mit Eridin. Er hat einfach mal 15 Angriff. Morgwag ist eine Legendary, die ihm aber nichts bringt. Das ist richtig gut, ey. Die hätte ihm sonst 10 Punkte gebracht. Zack. Keine Fähigkeit. Ah, guck mal, ich sehe gerade die Karte. Ah, super. Die lässt mich nochmal zwei Karten ziehen. Avalach. Targeting. Was targetest du denn? Nicht hast du targetest. Ach, die wird zum Gegner erlegt, als Spionkarte. Naja, ausnahmsweise. Was haben wir hier? Ah, Soltan noch. Super. Bringt natürlich nur was, wenn du eine bessere Karte ziehst als 4 und die Karte, die er kriegt, schlechter ist als die zweite. Oh, fuck. Tidim. Ersetzt die Karte jetzt so ein bisschen die Verbrennenkarte, ja? Ich glaube, die wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr geben. In der Form, wie wir sie kennen. Resistance is futile. Don't you pester me. Böse, böse. So. Die Karte fressen. Oh Gott. Ich ahne Böses. Krieg ich jetzt noch 7 dazu? Anscheinend. Play Frost, Frog, or Rain. So, jetzt muss ich überlegen. Er hat 60. Er hat noch eine Karte. Eridin? Oh, jetzt ist die Frage, ist Eridin... Eridin wird ein Nahkämpfer sein, oder? Auf jeden Fall ist er kein Fernkämpfer. Dann würde ich sagen... Spiele ich... Der wird ein Nahkämpfer sein. Dann spiele ich noch, Siege Row. Ich möchte aber Ranged Row, genau. Select Card. Jo, die will ich. Zack. Zu 1 gesetzt. Damit hat er schon mal weniger als ich. Yield and save me some time. So, und jetzt spiele ich meinen Joker. Zack, Nahkämpfer. Boom! Und? Kann er damit noch was reißen? Mit seiner... You've got the heart. Nee, kann er nicht. Weil die zu 1 gesetzt werden. Geil. Jawohl. Vernichtet. Aber auch warum auch immer er keine Karte gespielt hat in der ersten Runde. Habe ich nicht verstanden.
hat der nach hinten raus? Die Skellige hatten ja in der, wie war das? Vielleicht hat er es deswegen gemacht, weil er die erste Runde verlieren will, damit er nach hinten raus in die dritte Runde kommt für seine, weil er kriegt, er zieht ja den Karten, ne? Oder ich weiß nicht, ob der Effekt immer noch da ist. So, create two clan on create warrior units. Das hat er jetzt gemacht in der letzten Runde. Dann spielen wir gleich mal Skellige noch. Los geht's! Ah, die Skellige mochte ich nicht so im, bei The Witcher im Spiel. Irgendwie, weiß ich nicht, fand ich die komisch. You shall die, world. Ich spiele gegen Eredin. Verstehe auch nicht, warum die anderen Karten animiert sind. Been played from the graveyard. Skellige. Create a short when destroyed. Oh Gott. Was macht ihr? Add two strength to all non-gunits on the... When played from the graveyard. Einmal könnte ich das machen. Aber dann redraw ich eine Karte. Add two strengths. Nee. Nochmal eine. Destroy the weakest non-god units on the battlefield. Das denke ich mal ganz gut. Redraw ich noch eine. Eine Karte vom Nachbarfeld ziehen. Ich denke mal, das war's. Wir probieren es einfach mal. Was soll schief gehen? Bis jetzt funktioniert ja eigentlich alles ganz gut. Ich spiele gegen Marte. Soll das ein JM sein? 2-6. Ich fange an. Okay. Jetzt müssen wir gut überlegen. Wir brauchen eine Karte, die wir ziehen können vom Friedhof. Und deswegen spielen wir gleich... jetzt müssen wir gucken. Eine Bronzekarte muss das aber sein. Die sind alle zu gut. Ja, dann machen wir doch mal die hier. Rare Bronze. Wenn ich die vor allen Dingen vom Friedhof spiele, die ist vielleicht sogar noch besser. Die ist da ein Doppeleffekt. Wenn ich die vom Friedhof spiele, kriegt sie plus 4 nochmal. Nothing like some overseas plundering in springtime. Alle Nicht-Gold-Einheiten in der... kriegen nochmal plus 2. Dann machen wir die noch. Let them come. We'll greet them, we will. With fire and iron. Haben wir noch eine Epic Seal. Create a short when destroyed. Ja, ein Short ist dieser, oh, wie hieß der? Gab's da nicht einen anderen Namen für? Dieses Beast-ähnliche Ding. Das war ein Short. Ich weiß gar nicht, ob der The Witcher einen anderen Namen hatte, weil das ist eigentlich der englische Begriff, glaube ich. Ah, na toll. Nahkämpfer sind natürlich scheiße. Aber wie kann man die denn destroyen? Das frage ich mich. Ja, wenn die auf den Friedhof gehen, heißt das ja nicht destroyen, oder? Hätte ich gedacht. The weakest non... Ah, okay, doch, können wir. Und zwar mit der Karte. Müsste ja... Ja, super. Zack. Was mir nichts gebracht hat, weil jetzt immer noch... Oh Mann, ey. Das ist scheiße. Er hat gepasst schon. Bräuchte ich jetzt noch 12. Kann ich in meinen Friedhof reingucken? Oh nee, kann ich etwa nicht. Vorher konnte man in den Friedhof reingucken. Jetzt muss man sich natürlich merken, was da war. Eine Sima-Karte war da drin. Die ist Bronze. Nee, mach mal. Macht keinen Sinn. Wir gewinnen mal die erste Runde.
Ja, jetzt hat mir natürlich meine Effekte recht versaut, aber... Okay, die bleibt bei ihm liegen. Hm, ja, geil! Direkt zweimal verbrennen, ey. Ist nicht euer Ernst. Wieso haben die ihn jetzt alle was dazu gekriegt? Oh Mann, ey. Ich hasse die Monsterkarten. Die strongest non-gold. Was? Non-gold? Also alle. Jetzt verschwinden die und die Bronzekarten. So. Er passt jetzt. Oh, jetzt hat meine Stunde geschlagen. Bow before modern so, und jetzt hole ich mir natürlich genau die Karte, weil die nochmal plus 4 kriegt, wenn man die vom Friedhof spielt. Müsste sie jetzt 10 haben, oder? Nothing like some overseas. Jawohl! Zack! So, er hat ja gepasst. Und damit habe ich mit einer Karte direkt die Runde gewonnen. Jetzt kommt der letzte Show-Off. Finale Runde. Bei ihm bleibt das Kackvieh liegen. Das hat zum Glück nicht allzu viel. Ich ziehe eine Karte. Er zieht eine Karte. Oh, mit den Karten ziehen. Nach der ersten Runde zwei Karten und in der letzten eine Karte nur. Und scheinen alle beide gleich viel zu ziehen. Und nicht nur der, der die Runde gewonnen hat. Das scheinen sie nochmal geändert zu haben. Und wir haben die Karte nochmal gekriegt. Aber jetzt, die wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Ach, guck mal, das ist ja cool. Jetzt kann ich mir die doppelt wiederholen. Zack. Jetzt spiele ich die quasi auch nochmal. Und hol mir die nochmal. Perfekt. Was für eine Kombo. Voll geil. Mit einem Zug direkt 15 Punkte ausgespielt. Super gut. Und die sind Bronze. Ja, jetzt kann ich natürlich mein Verbrennen. Deswegen wollte ich die erst nicht spielen, aber leider habe ich schon raufgedrückt. Aber wir können ja, warte mal. Das werden wir machen. Wir spielen die hier. Listen here, listen well. I was there, I was there. Jetzt können wir nämlich die Karte nochmal spielen. Dann verbrennen die, aber die hebe ich mir, glaube ich, mal auf. Solange ich unter dem Wert spiele, nicht, dass er irgendwelche Verdopplungsteile hat, dann wäre scheiße. Also, dass er deinen Wert verdoppeln kann, weil dann sind die wieder am schwächsten. Was ist denn die? Play this card from the graveyard and reduce its original strength by 3 when destroyed. Achso, shit. Das hätte ich vorher lesen sollen. Nun ja. Denn sei es so. Oh, ich bin gewohnt, die Karten noch reinzuziehen, deswegen wollte ich die. Ich hab gerade echt noch überlegt, ob ich nochmal Scorch bringe. Scorch. Heißt das vielleicht sogar verbrennen auf Englisch, auf Deutsch? Scorch. Gute Frage. Ich würde sagen, ich verbrenne die jetzt erstmal hier. Hä? Ey, die hat doch 11 gehabt. Place this card from the graveyard and reduce its original strength by 3 when destroyed. Verstehe ich nicht. Er hatte doch 11. Warum zerstört er nicht die Bronzekarten? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Bei weitem nicht. My good. Ja, merkwürdig. Dann mal gucken, was der noch in den 4 Karten zu bieten hat. Sind ja 3 Karten mehr als ich immerhin. Er sollte eventuell noch einiges rausholen können. Allerdings war meine Anfangskombo schon ziemlich geil. Mal gucken, wie krass die Krieger waren. Aber die, was waren das? 2-7er waren das, glaube ich, ne? Auch nochmal. Und er kann ja auch nochmal Iridin hauen. Der kostet auch nochmal 15. Hm, ja, ist klar. Warum verbrennt er die? Das verstehe ich nicht. Das sind doch die stärksten. Verstehe ich nicht. Ach so. Ah. You only live once! Was bringt mir das?
Eine Karte. Ey, dafür gebe ich ihm eine Achter oder was? Was ist denn das für ein Tausch gewesen? Ist doch scheiße. Oh Mann, ey. Er zerstört eine. Oh, ist doch ätzend. Jetzt verlieren wir die Runde wahrscheinlich auch noch. Aus dem letzten Zug. Ich hätte die Karte einfach nicht spielen sollen. Weil sie mir 4 Punkte versaut hat. Vier Punkte hat sie mir versaut. Wenn die 4 Punkte daran scheitern, dass ich gewinne, dann wisst ihr warum. Jetzt spielt er seine Dings nochmal, Eridin. Zack, 15er drauf. Und schon verliere ich. Wenn ich jetzt 14 kriege, habe ich 38 und dann verliere ich mit einem Punkt. You've got the heart. Ja, danke. Zum Kotzen. Wegen einem Punkt. Ja, siehst du, das macht's aus. Aber gut, er hat ja noch 2 Karten, sehe ich gerade. Ja gut, ey, warum spielt er jetzt die Karte? Er hätte ja sowieso gewonnen. Und ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass er noch 2 Karten hat. Naja, damit wäre das Ding sowieso gelaufen. Ja, gegen Monster darf man nicht auf Nahkampf gehen. Da wäre echt eine Karte gut, die Nahkampf schwächt. Komm, der Papi! Gut, hat sich ausgespielt. Ja, komm, du hast sie gewonnen. Oh, was ist das denn noch? Field Marshal Duda. Ah, da ist er. Legendary Silver. Ja, verloren. Hm. Schade, schade, schade. Continue wollen wir. So, wir haben noch ein Set offen. Und zwar die Scoia'tael. Und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Was war jetzt das Resümee? 2 verloren, 1 gewonnen. Vielleicht gewinnen wir das letzte. Mal gucken. Scoia'tael. Die waren da auch so mit mehreren Gruppenkarten so und auf Nahkampf, Fernkampf so ein bisschen. Gucken, was die jetzt für Haupteffekte haben. Schöne Musik. Haben sie auch extra nochmal? Bin ich der Meinung, neu eingespielt. Okay, anscheinend will keiner mit Scoia'tael spielen. Gegen mich. Also, mit meiner Team gegen Scoia'tael, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem gleichen Deck gegen das gleiche Deck spielen kann. Also, Team gegen das gleiche Team. Oh, ich scheine irgendwie alle Iridin spielen zu wollen. Hat, finde ich, auch den schwächsten Effekt. Eine Silberkarte aus dem Deck spielen. Ah, okay. Einmal Finte. Was macht die? Okay, 3 hinzufügen. Dwarf, also jede Zwergenkarte. Das ist eine Zwergenkarte. Oh Mann. Pick a random unit from your opponent's deck and create a copy of it on your battlefield. Okay, auch nicht schlecht. Add one to all. No, no, no. Okay, 1 zu allen. Nicht Gold Zwergenkarten. Okay, der Zwerg merke ich so langsam, welche Richtung das gehen soll. Keeps this unit on the battlefield at the end of each round. The strongest non-gold unit to the battlefield to the hand of the both hand for both of you and your opponent. Also beide nicht. Also stärkste Nicht-Gold-Karten fliegen weg. Na. Choose who will start the next round. Oh, das wollte ich gar nicht. Mit You Go First dachte ich, dass er anfangen kann. Also, You Go First. Aber damit You meinten sie anscheinend jetzt mich. Ja, ist natürlich lustig. Wie war das? Goldkarten kann man nicht als Finden spielen. Oh Mann, ich wollte die jetzt... Oh, ich wollte nochmal was gucken. Mensch. Für was kann ich denn Finte vielleicht gut einsetzen? Guck mal, ob wir die finden können, die Karte. Das wäre cool, wenn wir die, den Effekt hier...
by fire to run. Ja, sehr schön. Zack. Ach, die verschwindet dann auch gleich, die Karte, sodass man die Finte-Karte nicht mehr nehmen kann. Okay, er hat gepasst. Können wir das Ding jetzt eventuell noch abluchsen? Die Runde? 15, 16 bräuchte ich. Turn this unit on the battlefield to the handful. Das könnte eventuell klappen. So, und? Nochmal. Er hat ja gepasst. Plus 8. Und 16. Da fehlen noch 2. Die dürfte ja nicht verlieren, oder? Scheiße. Ein Punkt noch. Na, ja, 2. Ja, komm. Ja, jetzt haben wir natürlich noch mehr. Egal. Die Runde gewonnen. Ja, mal gucken, für welchen Preis. So, bleiben die Karten liegen, ne? Richtig? Na, okay, die bleibt auf jeden Fall liegen. Er hat auch 2 gekriegt. Er hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hat doch wieder 3 Karten mehr, ey. Ja, weil ich jetzt ordentlich rausgebuttert habe. There is no escape. You shall die. Spielt er echt diese Karte? Ich würde sagen, wenn er die Iridin-Karte spielt, dann fasse ich jetzt. Er passt natürlich auch, ist ja klar. So, jetzt geht's um die Wurst. So, beide kriegen eine Karte. Was war mein Effekt nochmal? Eine Silberkarte von meinem Deck nehmen und diese spielen. Er spielt natürlich wieder Frost, die Sau. No Ability. Okay, die kann ich spielen, wo ich will. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das sind... Gucken erstmal, was da rauskommt. Okay. Würde ich die als Fernkämpfer spielen, damit die am meisten Punkte kriegen. Mahakam! Was hat der denn gemacht? Ach, scheiße, die hätte ich als letzte spielen sollen. Ich glaube, der Effekt wirkt nur, wenn die Karten gerade liegen, nehme ich mal an. Und ich habe leider keine Non-Gold-Draw-Cards. Mal gucken, ob der Effekt nachhaltig noch kommt. Gut, so viel dazu. Ah, jetzt lese ich es gerade erst. The strongest non-gold unit. Nicht die schwächste. Mensch, jetzt weiß ich, warum die dauernd meine Karte verbrannt wurde. Was wollte ich die spielen als Fernkampfkarte? Ah, ist jetzt mittlerweile eigentlich auch Wurst. Dance of Death! Ha! Ha! Ah, ich glaube, die Runde werden wir verlieren. Die Runde werden wir, denke ich, verlieren. I'll feed you to the crows. Ja, das bringt mir auch nichts mehr. 3 noch dazu. Nee. Werden wir verlieren, denke ich. Verbrennen brauche ich jetzt auch nicht mehr machen. Dann werden nämlich meine Elfen-Kriegstänzer verbrannt. Hm, schön.
Die sind ja Non-Gold, oder? Ja, Bronze. Oder warte mal. Bronze, Bronze, Premium Gold. Naja, gut. Bringt ja auch nichts. Oh my. 10. Ja, vorhin kann ich die scheiß Verbrennkarte nicht mehr nehmen. Weil die einfach nicht stärker werden. So, spielen wir nochmal. 36. Oh, warte mal. Silber. Das ist the strongest non-gold. Ja, dann geht die ja sterben, ne? Oh nein. Mist. Ah, der Effekt bleibt aber. Das finde ich gut, dass der nicht gelöscht wird. Dann ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass die Reihenfolge beachtet wird. Weil die Karte hätte ich echt spielen sollen. Ne, welche, wo war ich? Welche waren das? Warte mal. Den Zwerg hier, der verbrannt wurde. Allerdings hätte das auch nichts gebracht, weil ich keine anderen großen Zwergenkarten hatte. So, jetzt machen wir erstmal verbrennen, dann dürfte die hier sterben. Genau. Das macht auch schon mal einiges her. Könnte vielleicht sogar reichen. Weil Monsterkarten recht niedrige Karten sind. Ah, jetzt wird er natürlich Nebel nehmen, die Sau. Stimmt's? Ja, war klar. So eine Scheiße. Mahakam wasn't built in a day. Draw one card and remove two strengths from all non-god units in the row. Der Name hier umfällt mir. Wie? Ach, die muss ich bei mir ableben? I'd fail, Menherith den Verde. Oh, das hat's ja richtig gebracht. Wirklich. Oh, ist das ätzend. Das ist doch richtig ätzend. Das hat mir einfach nichts gebracht. Ey, hätte der keinen Nebel mehr gekriegt. Stell mal vor, mit 9, 2x9, 18, fertig 40. Was hätte er jetzt noch gekriegt? It's time. Jetzt zieht er nochmal 2. Jetzt kann ich meine auch nicht mehr spielen. Das ist natürlich schrecklich. Das ist mies. Das ist echt mies. Ich krieg eine Karte, kann es aber nicht mehr spielen, weil ich schon gepasst habe. Das ist natürlich scheiße. In der letzten Runde ist das richtig gemein. Wenn du die, sich für die, wenn du die für die letzte Runde aufhebst. Ach, so ein Mist. Ja, gut. haben wir die letzte Runde auch noch verloren gegen Tom Cho, aber ich wette, man hat auch schon öfter mal gespielt als ich und kennt die Karte vielleicht schon besser. Ich ziehe meinen Hut. Ja, eine Runde haben wir gewonnen von den vier, die ich jetzt gespielt habe. Und wir sind wieder im Hauptmenü. Haben jetzt alle Karten Decks einmal durchprobiert. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was das hier zu bedeuten hat. Ob das Kartenpakete sind, die man sich freispielt, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Wir gucken vielleicht mal noch in die Settings rein. Da hätten wir einmal Vibrationen an- und ausstellen. Oh Gott. Oh, ich musste gerade aufstoßen. Die Auflösung einstellen. Die Grafikqualität von High, Medium, Low auf U-Bar. Uber-Shit wahrscheinlich. Für das steht es, denke ich. Und ja. Muten. Music Volume. Soundeffekte. Und Voice Volume. Kann man hier einstellen. Nicht sehr viel. Ich hätte mir natürlich schon gewünscht. Aber es ist ja natürlich Wunsch. Natürlich zu viel verlangt. Dass man sich vielleicht schon ein kleines Deck hätte bauen können. Aber ist ja nicht gewollt. Kollektionen kann man natürlich gucken, ob man alle Karten schon hat. Shop. Da bin ich gespannt drauf. Also ich, generell frage ich mich, ob das so groß werden kann wie Hearthstone, Magic und wie die ganzen bekannten Spiele
alle heißen, in dem quasi ein Kartenspiel im Mittelpunkt steht. Ob die dann wirklich Kartenpakete verkaufen? Ich denke schon. Irgendwie wollen sie sich ja auch finanzieren. Man ist ja wie bei Hearthstone auch nicht darauf angewiesen, die Karten zu kaufen in den Decks. Man kann natürlich auch erspielen. Hier wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Ob das Ganze denn zu einem Pay-to-Win wird, werden wir sehen. Bin ich gespannt. Und was mich auch interessiert, ist der Punkt, den ich hier gerade sehe. Singleplayer. Ein Kartenspiel als Singleplayer. Also, wie soll ich mir das vorstellen? Wir haben Turniere, wo wir uns gegen Computergegner behaupten müssen mit unseren Karten. Oder quasi so eine Art... Ja, wir hatten ja bei Hearthstone, gibt es ja auch solche Flügel, die man spielen kann, wo man bestimmte Gegner bekommt, vorgefertigte Kartensets, mit denen man bestimmte Strategien spielen muss, um den Gegner zu bezwingen. Finde ich eigentlich als Herausforderung immer ganz cool. Müssen wir am Ende natürlich aussehen, wie man es umsetzt. Und Multiplayer ist natürlich mega cool, also gibt es ja nichts Cooleres als gegen Freunde. Yo, ich habe mir ein neues Deck erstellt, ich will mal gucken, ob das funktioniert, komm, lass mal eine Runde Karten gegeneinander spielen. Es muss natürlich dabei sein, also ist ja klar. Und hier unten gibt es nochmal extra Punkt Play with Friends. Da kann man natürlich dann direkt die Freunde einladen. Warum man das nicht im Multiplayer integriert als Auswahl, hätte ich vielleicht besser gefunden. Aber erstmal abwarten, bevor wir hier anfangen rumzumeckern, wie das Ganze im Endeffekt aussieht. Die Aufmachung gefällt mir wunderbar, sieht schick aus, Musik ist geil, die Bilder sind cool, die Karten sind sogar animiert. Noch nicht alle, aber viele schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den kleinen Einblick hier in Gwent. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, in der Beta wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da. Und könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, wie ich mich angestellt habe fürs erste Mal. Seid nicht zu verlegen. Und ja, bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.